Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen und hier im Studio zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Bevor ich Ihnen den Gast heute vorstelle, muss ich Sie zu einem kleinen historischen Exkurs zwingen. Sie alle kennen unsere Geschichte, unsere deutsche Geschichte. Sie kennen das Dritte Reich. Sie kennen vielleicht die Widerstandskreise des Dritten Reiches. Einer der bedeutenden Widerstandskreise war der Kreisauer Kreis. Und da sind Ihnen zwei Namen mit Sicherheit geläufig, Moltke und Stauffenberg. Aber unter dem Kreisauer Kreis gab es auch einen Adolf Reichwein. Und seine Tochter sitzt heute mir gegenüber. Sie wird ein bisschen was zu ihrem Vater sagen. Und dann zu dem Gedanken Stellung nehmen, der uns alle im Augenblick ein bisschen umtreibt. Müssen wir eine Renaissance des Faschismus erwarten? Das Dritte Reich war ein faschistischer Staat. Und jetzt müssen wir sehen, dass sich dieses nicht wiederholt. Und dazu habe ich eben, und das darf ich jetzt mal mit besonderer Freude machen, Frau Sabine Reichwein eingeladen. Noch einmal die Tochter von Adolf Reichwein. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. In der Zeit, jetzt wie im Augenblick, das werden wir vielleicht so nicht mitbekommen, aber wir sind alle Corona gefürchtet und müssen deshalb sehen, dass wir uns gut über die Runden bringen, ohne uns alle gegenseitig zu infizieren. Umso besser und toller finde ich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Herzlich willkommen. Und vielleicht, dass Sie ein bisschen kurz zu Ihrem Vater mal Stellung nehmen. Was war seine Aufgabe im Kreisauer Kreis? Er ist ja hingerichtet worden. Sie waren sehr, sehr jung da. Haben Sie ein bisschen ihn kennenlernen dürfen oder von Ihrer Mutter erzählt bekommen? Mehr von der Mutter erzählt bekommen. Hm. Also erlebt habe ich ihn sehr wenig und deswegen habe ich auch keine Erinnerung an ihn. Denn wir wurden im August 1943 ausgebombt und sind dann nach Kreisau eingeladen worden von der Familie Moltke, um dort weiter leben zu dürfen. Von der Insel Hiddensee gleich aus den Ferien nach Kreisau, Schlesien gefahren und haben dann dort von 1943 bis 1945 gelebt. Mit der Mutter und der Vater blieb in Berlin und kam sporadisch mal so übers Wochenende nach Kreisau, was heute polnisch ist und Krzyżowa heißt. 60 Kilometer südwestlich von Breslau, Wrocław heute. Also das war eine wunderbare Zeit, weil wir verschont blieben von den Bomben in Berlin und zu essen hatten. Es war ja ein landwirtschaftliches Gut. So, das war eigentlich alles ganz wunderbar, aber wir waren natürlich von dem Vater getrennt. Und deswegen von diesem zweiten Lebensjahr an habe ich ihn eben selten erlebt. Ne? Und ab 44 dann natürlich gar nicht mehr. Aber meine älteste Schwester, die war 1944 immerhin 10 Jahre alt. Und die hat natürlich noch Erinnerungen an den Vater. Und die hat, so würde ich das in heute, aus heutiger Sicht sagen, sie hat im Prinzip unter dem Verlust des Vaters noch schwerer gelitten als ich, die Jüngste, da sie ihn ja noch persönlich kennengelernt hatte und eine enge Bindung zu ihm hatte. Und dadurch ist es schwerer. Aber Erinnerung ist bei mir nicht. Ja. Aber die Mutter hat erzählt, wenn auch nicht viel. Das war bei den Widerstandsfamilien so ähnlich wie bei den jüdischen Familien. Die Mütter oder die Angehörigen haben nicht viel über die schwere Zeit erzählt oder erzählen können. Und deswegen haben auch wir dann später, als wir auch so in die Pubertät kamen und so weiter, uns gar nicht getraut zu fragen, weil wir unterschwellig das Gefühl hatten, nicht daran rühren. Das weckt alte Wunden auf, heißt sie auf. Jetzt war ich auch das Verhältnis der Deutschen oder der bundesrepublikanischen Deutschen zum Widerstand in den 45er und 50er Jahren eigentlich ein sehr bedenkliches. Man hatte ja damals den Widerstand als Verräter, alle Widerständler als Verräter angesehen. Und erst sehr viel später hat sich dann diese Sache umgedreht.
ich habe eben auch an Helmut James Moltke und mein Vater waren ja Vettern. Und mein Vater ist auch in Kreisau aufgewachsen. Ja. Und meine stärkste Erinnerung an Kreisau ist eigentlich nur die Witwe, Freier, mit Kreisau verbunden hat. Und die im Gefolge von Helmut Kohl Kreisau als Begegnungsstätte zu machen, mit der Haltung von Freier, fand ich einfach faszinierend und das hatte Zukunft. Gegenstand aber, jetzt und heute ist ja, Ihr Vater starb im Widerstand gegen den Faschismus. Er hatte eine politische Prognose, ein politisches Konzept. Was sehen Sie heute in unserer Gesellschaft? Sind Sie zu einem vergleichbaren Widerstand gefordert oder stehen wir noch weit von einer Renaissance des Faschismus entfernt? Also weit entfernt sind wir sicher nicht. Also ich würde sagen, das hat sich ja schon seit Jahrzehnten eigentlich angekündigt. Zum Beispiel schon mit der Gründung der NPD. Und dass eben für meine Begriffe die Politik bisher weitgehend versagt hat, insofern, dass sie eben viele, viele Jahre auf dem rechten Auge blind war. Sie haben sich immer mehr für die sogenannten Linken interessiert und sich gegen die gewendet und haben dann eigentlich außer Acht gelassen, dass sich auch rechts was langsam aufbaut in unserer Demokratie. Und die sehe ich heute gefährdet, weil ich denke, dass dieser Rechtsextremismus, der heute sich schon entwickelt hat, bis hin zu Gewalttaten, schon so weit fortgeschritten ist, dass also auch die Politiker und auch die anderen Parteien damit schon Probleme bekommen und schon darauf, wie bei der, zum Beispiel bei der CDU, darauf bedacht sind, dass sie wenigstens noch einige Wähler abziehen können zu sich von der AfD. Das finde ich auch sehr bedenklich. Also diese Diskrepanz zwischen links und rechts, in der sich die Mitte jetzt so irgendwie durchlaviert. Und das, finde ich, ist insofern gefährlich, weil sich auf der rechten Seite durch geschickte Manipulation, die Führenden in der AfD sind nicht mehr so, ja, dumm will ich nicht sagen, aber so unbedarft wie die damals in der NPD. Da sind auch ganz intelligente Leute dabei. Da würde ich sagen, so mit gewisser Bauernschleue, womit ich die Bauern aber nicht diskriminieren möchte, aber das ist so ein Begriff, dass die ganz raffiniert die Bevölkerung mit diesen populistischen, Meinungen und Kritiken an der eigentlichen gegenwärtigen demokratischen Regierung die Leute an sich bindet und viele darauf reinfallen. Und das ist der Punkt, den ich so gefährlich finde, dass die Leute so leicht manipulierbar sind. Und deswegen auch schon eigentlich wie damals in der Nazizeit zu der schweigenden Mehrheit sich hinbewegen, was aber auch schon bei anderen Parteien zu beobachten war, außer bei der Linken, die also immer schon kritisch war gegen die regierenden Parteien und immer sehr sozial und sozialistisch, wie auch die Grünen früher. Das ist übrigens noch mal eine interessante Entdeckung, die ich machte. Die Grünen waren damals, als sie begannen, langsam immer stärker zu werden und schließlich auch etabliert. Aber am Anfang noch so die Igitt-Igitt-Partei. Und heute sind es die Linken. Und mir war schon klar, die Linken, die natürlich kritisch sein müssen als Opposition, und aber gar nicht mehr so in der Tradition der ehemaligen DDR heute sind, da hat sich auch schon einiges geändert, dass die wahrscheinlich auch irgendwann mal eine etablierte Partei werden, bis es eine neue Opposition gibt. Also Opposition ist etwas, was zum Erhalt der Demokratie unbedingt notwendig ist, meiner Meinung. Ich habe immer gesagt, ich bin eine geborene SPD, weil mein Vater in der SPD war. Er war Sozialist auf der linken Seite und von daher auch gegen die Nazis eigentlich schon seit Ende der 20er Jahre. Jetzt haben Sie ja gesagt,
die Rechtsradikalen haben sich jetzt in so ein bürgerliches Mäntelchen umgeworfen. Mhm, genau, ja. Und bewegen sich in die schweigende Mitte. Und man kann die Gefahr nicht erkennen, die von rechts kommt, vom rechten Radikalismus. Man könnte sie erkennen. Man könnte sie erkennen. Warum, wenn Sie meinen, sie wird nicht erkannt, warum wird sie nicht erkannt? Liegt das an der Bildung und Ausbildung der Kinder und Schüler? Oder gibt es ein Potenzial? Das ist die zweite Frage. In jeder Gesellschaft gibt es sehr, sehr konservativ, extreme Anteile. Und gemeinhin wird gesagt, eine Gesellschaft verfügt immer über etwa 20% rechtskonservativen Wählerpotenzials. Kann man mit einem solchen Satz leben oder ist das bereits schon die Gefährdung der Demokratie? Und die erste nochmal zurück, ist die Bildung von Kindern und Schülern so mangelhaft, dass sie dieser extremen Gefährdung von rechts nichts entgegensetzen können? Ja, bei der Bildung ansetzend, weil ich auch Lehrerin war, würde ich sagen, das ist ein ganz wichtiges Thema und dass da vieles versäumt wurde tatsächlich. Und dass auch sozusagen von der Lehrerseite her sehr vieles toleriert wurde und durchging und so in Laissez-faire-Stil in der Erziehungsmethode auch sich entwickelt hat, ja, als sozusagen Kontrast zur autoritären Erziehung, die früher natürlich sehr viel ausgeprägter war. Und wenn man dann in das andere Extrem kippt, dann ist das natürlich vom goldenen Mittelweg abschweifend nicht so gut. Und ich habe zum Beispiel als Lehrerin immer doch sehr darauf geachtet, ich habe in der Grundschule unterrichtet, da hat man noch mehr Möglichkeiten, das muss ich schon sagen. Denn in der Oberschule sind die Kinder schon dermaßen von den Kindern geprägt, Eltern geprägt, dass da nicht mehr sehr viel zu erreichen ist, wenn man nicht als Lehrer eine wirkliche Persönlichkeit ist, eine wirkliche Autorität und nicht nur autoritär. Also man kann in der Erziehung eigentlich, wenn man früh ansetzt, und das ist ja auch der Punkt, dass das schon ganz früh passieren müsste, habe ich mir dann eben eingebildet oder auch zum Teil vielleicht erreicht, dass man die Kinder dazu bringt, auf jeden Fall keine Scheu zu haben, immer zu fragen, wenn sie etwas nicht verstehen, diese Ängstlichkeit, sich zurückzuhalten, das ist schon eine erste Gefahr, dass sie ihre Meinung sagen. Das, finde ich, muss man früh lernen. Und das habe ich versucht, bei denen immer möglichst zu erreichen. Denn wenn man keinen eigenen Standpunkt hat, wenn man keine eigene Meinung hat, dann ist man gefährdet, mitgerissen zu werden, beeinflusst zu werden von Menschen, die einen manipulieren wollen, so oder so. Und die einzige Hoffnung, die ich jetzt in der jetzigen Zukunft, jetzigen Gesellschaft habe, sind die jungen Menschen, sind zum Beispiel die um Greta Thunberg. Ja? Die jetzt aufstehen und sagen, Leute, stopp. Ja. Denkt auch an uns, nicht nur an euch, an den Fortschritt, die Wirtschaft etc. Und das ist für mich eine Hoffnung in die Zukunft. Gut, Sie sehen das nicht als eine Luftblase, also ein etwas... Noch nicht, nein. Noch nicht, sondern Sie unterstellen dieser Bewegung eine gewisse Kraft, die den Jugendlichen einnimmt und ihn nicht wieder entlässt, wenn er sehen muss, dass seine Initiativen sich eigentlich totlaufen in der Politik. Ja, und das bewundere ich an dieser Gruppe, dass sie immer noch aktiv sind. Sie sind die Minderheit, das ist ja immer so. Und sie sind immer noch hartnäckig und immer wieder ermahnend durch eine junge Frau, die sehr ungewöhnlich ist. Ja? Der man zwar gerne nachsagt, sie sei ja krank, was Blödsinn ist, aber sie hat diese Fähigkeit, stur und konsequent ihr Ziel immer wieder zu benennen und zu fordern. Und sie will uns
auch empören. Mhm. Ja? Gut. Nun hat ja Greta Thunberg den Umweltgedanken von der Forderung gemacht. Ja. Wir haben jetzt heute ja auch den Aspekt, wenn der Staat gefährdet wird, weil der Bürger nicht mehr die Mündigkeit hat, die ihm hätte durch den Unterricht zuteil werden lassen müssen, sondern er sich zu einem Werkzeug der Parteien machen lässt, ohne offenbar eigene Auffassung, dann ist ja der Staat tatsächlich gefährdet. Und ich frage Sie jetzt, ist das der Fall? Wie sieht da Ihre Prognose aus? Wird der Staat immer mehr durch die Entmündigung des Bürgers gefährdet? Und vor allen Dingen, jetzt nehme ich auch die Medien hinzu, dadurch, dass ja eigentlich durch die neuen Medien und vor allen Dingen auch von dieser Computerwelt eigentlich der Bildungssektor hinten angestellt wird und nur noch geguckt wird, was eigentlich der Bildschirm, und zwar richtig, ohne Bildung. Richtig, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Und ich will aber noch mal zu den Politikern sagen, zu den Demokraten, die eigentlich nichts Entscheidendes entgegensetzen können dieser Rechtsströmung gegenüber. Die sind da, die wirken auf mich oft hilflos und orientierungslos und denken auch zu viel an den Fortschritt der Wirtschaft. Somit sind die Politiker eigentlich auch die Marionetten der Wirtschaft in vielerlei Hinsicht und haben eigentlich nicht mehr viel zu sagen in unserer jetzigen Gesellschaft, wenn sie nicht verstehen, dass sie durch Konsequenz und Weitsicht in die Zukunft planend noch mal das Ruder rumreißen. Und das andere mit den Medien, das finde ich ist eine ganz große Gefahr. Ich verfolge das, seit es vor allem diese Smartphones gibt. Computer natürlich auch schon, aber die Smartphones, die also zu einer solchen wichtigen Zentrum bei den Jugendlichen geworden ist, dass die schon auch viele natürlich süchtig, wie übrigens auch Erwachsene, also auch blind alles das glauben, was dann ihnen über Facebook und so weiter mitgeteilt wird, was einerseits zwar eine Chance beinhaltet, dass man auch bestimmte Nachrichten verbreiten kann, aber die Konsequenzen daraus, die man dann zieht, nicht immer so gelingen. Noch am ehesten bei Fridays for Future, aber nicht so in politischer Hinsicht. Und das ist eine ganz große Gefahr, denn diese, wie nennt man diese? Fake News? Oder? Ja, Fake News sowieso, aber Verschwörungstheorien. Ja, ja. Diese Verschwörungstheorien, denen gehen die jungen Leute alle ziemlich auf den Leim. Ja? Ich habe das auch im Bekanntenkreis erlebt. Ja? Und da sind sie total manipulierbar. Na, wie man auch hört, dass man also auch Wahlen beeinflussen kann über die Medien, ne? Ergebnisse. Ungewünschte. Das habe ich jetzt erlebt, mehrfach. Also die Gefahr aus den Medien ist mindestens genauso groß. Ja? Und das gab es damals nicht. Es gab auch nicht die Möglichkeit, sich da so zu vernetzen. Und es klappte trotzdem, der Widerstand damals. Ja. Aber Widerstand, wo gibt es das heute noch wirklich? Ja. Und das wird ja auch von den Medien gar nicht irgendwie angeregt. Nee. Ich finde auch, dass neben dem, dass die Medien keine Bildung, kein Standing eigentlich vermitteln, ist auch nach meiner Auffassung durch diese Computer und anderen Medienapparate eine gewisse Enthemmung in der Auseinandersetzung hat stattgefunden. Das heißt, also wissen Sie, die Medien verhindern sogar das Lernen. Social Medias, die in meinen Augen überhaupt nicht sozial sind. Denn die sozialen Kontakte, Beziehungen, die leiden ja darunter. Indem man dann jetzt so und so viele Likes und Friends und weiß ich was alles hat, fehlen einem ja diese persönlichen Kontakte. Und was heißt das im einzelnen Fall? Man züchtet dort im Prinzip
sehenden Auges, lauter Egoisten heran, die auf die Dauer auch diese Sensibilität oder die Empathie vernichten unter den Menschen. Ja? Mhm. Also das sind so viele Gefahren, dass man, dass die Bildung auch nicht dagegen ankommt. Auch erst recht nicht, indem sie sagen, wir müssen jetzt alle in die Schulen Computer holen, damit die an denen lernen. Es ist erwiesen, dass sie, wenn sie sich die Nachrichten aus den Social Medias holen, dass das alles gar nicht hängen bleibt im Kopf. Mhm. Das rauscht vorbei, weil es viel zu viel konsumiert wird. Und sie die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, zum Beispiel auf den Unterricht oder auch mal etwas zu tun, zu leisten, was von einem gefordert wird, das verschwindet mehr und mehr. Ja, das ist eine Gefahr. Ja, ich sehe es sogar auch als eine große Gefahr an, denn das, was meine Jugend geprägt hat und auch mein Studium, war der Austausch, der gedankliche, der intellektuelle Austausch, schon auch als Schüler, um eine andere Meinung kennenzulernen, zu akzeptieren, mit ihr zu leben und möglicherweise zu einem politischen und auch menschlichen oder freundschaftlichen Kompromiss zu finden. Ja. Ebenso und Toleranz. Und eine, ja, und eine Anerkennung. Akzeptanz und Toleranz gegenüber einer anderen Meinung. Dieses sehe ich ist zunehmend gefährdet. Ja. Und, und dadurch ist ja auch der Staat als solches gefährdet, weil wer ihm gegenübertritt und sagt, ich bin nicht seiner Meinung, nutzt heute ja durchaus auch Gewalt. Und dieses wird irgendwann mal den Staat in Frage stellen. Weil er hilflos da dem gegenübersteht, wie auch die Menschen. Und es empört sich auch niemand mehr. Ja, das ist, es gibt ein schönes Buch. Ja, das ist von dem berühmten... Empört euch, glaube ich. Empört euch. Empört euch, ja, ganz genau, berühmtes Buch. Und jetzt fehlt mir der Name. Ja, fehlt mir auch. Das ist aber fantastischer Mann. Und vielleicht, wir sind jetzt schon fast in den letzten 5 Minuten. Sollen wir die Jüngeren, die uns jetzt hier zuhören, aufrufen, außerhalb der Umweltthematik, die sie ja durchaus, da ist ja Empörung zu erkennen, auch auf anderen Sektoren eine Empörung Richtung humanitärem, globalem Erleben aufzurufen. Also, denn das, was wir jetzt im Augenblick ja politisch an den Grenzen Europas erleben, ist ja von der einer solchen Inhumanität. Und Egozentrik. Und absoluten Egozentrik, ja. Das ist ja, das werden alles wieder Nationalstaaten, wo denen wir gegenüber hilflos dastehen, die wir uns noch als Demokratie verstehen. Und also ich sehe da, ehrlich gesagt, wenn man nicht, wie ich das heute in der Zeitung gelesen habe, wenn nicht Erwachsene und Kinder und Jugendliche begreifen, welche Einwirkungen soziale Medien haben und das nicht irgendwie versuchen, gemeinsam in den Griff zu kriegen. Eltern können da kaum noch was erzieherisch machen, sondern sie können nur noch sagen, pass auf, wir machen wenigstens mal ab abends keine Handys mehr. Dann müssen sich die Eltern aber auch daran halten. Und das können schon viele nicht. Oder was Freunde von mir gemacht haben, entschuldige bitte, dass wir dir nicht geantwortet haben, aber wir hatten ein handyfreies Wochenende. Fantastisch. Also wenn man das mal erlebt, oder was werden wir jetzt erleben durch diesen Coronavirus, der wird natürlich diese ganzen Beziehungen, die nur per Internet funktionieren, intensivieren. Und natürlich das, was wir nötig haben, diese sozialen Kontakte etwas behindern. Aber vielleicht kommen wir in dieser Phase mal dazu, das zu überdenken. Ganz genau, das denke ich mir auch. Das ist eine doppelseitige Sache. Zum einen durch das Internet und anderes wird der nachbarschaftliche Kontakt ausgehebelt, das Gespräch ausgehebelt. Oder die nachbarschaftliche Unterstützung, wenn zum Beispiel ein älterer Mensch darf und nicht sich einkaufen kann, dass dann die Nachbarn hellhörig werden, dass da Empathie wieder entsteht und sie sagen, hallo, Moment, da ist ja jemand, oh, können wir dem helfen? Ja, und ich glaube, dass, wenn wir das wieder lernen, dass Nachbarschaft und das Gespräch und die Akzeptanz einer anderen Meinung und die Toleranz gegenüber dieser anderen Meinung tatsächlich wieder in die Köpfe zurückkommt, von jungen Menschen, von mittelalterlich, dann ist, sehe ich, die Demokratie nicht gefährdet. Frage nochmal an Sie, wir haben das ja zu Anfang gemacht, ist die
das Erstarken der AfD, jetzt anderen Parteien, eigentlich wollte ich den Namen gar nicht so in den Vordergrund schieben, ist das Erstarken nationalistischer Tendenzen auch ein Warnsignal, dass aus dem Nationalismus ein intoleranter Faschismus erwachsen kann? Wenn wir nicht aufpassen, ja. Denn die Gewalt, so wie sie bis jetzt schon mehrmals vorkam, wird sich, wenn nicht mehr also Bewusstsein bei den Regierenden entwickelt und auch, sagen wir mal, Möglichkeiten der Konsequenzen und der Reaktionen darauf mal stärker durchdacht und umgesetzt werden, dann wird das ja zunehmen. Damit müssen wir rechnen. Ich bin in dieser Hinsicht, die ich eigentlich eine Optimistin bin, relativ pessimistisch, wenn es so weitergeht wie bisher. Aha. Also ich teile zum Teil diesen Pessimismus. Ich denke, bislang, weil wir immer schon mit einem radikalen, mit Radikalismen leben mussten in unserer Gesellschaft, dass die noch nicht in der Lage sind, überhand zu nehmen. Sondern dass das 60 Jahre oder lange 70 Jahre demokratischen Lernens und Lehrens ein solches Potenzial bedeuten, dass wir dieses nicht wirklich zerbröseln sehen können. Ich hoffe, Sie haben recht. Ja, okay. Also ich habe diese Hoffnung, wir beide sind in einem schon fortgeschrittenen Alter. Diese Bilanz in der Regel zeichnet uns ja aus einen Skeptizismus. Ich bin da etwas optimistischer und sage, so lange, wenn wir 60 Jahre Frieden erlebt haben und wir haben unterschiedlichste Entwicklungen in unserer Gesellschaft erlebt. Und wenn unsere Enkelgeneration so weiter aufsteht und sich empört, dann sind wir doch ein guter Mut. Dann gibt es Hoffnung. Ja, ganz genau. Also ich glaube auch. Denn es ist nicht nur umweltbedingt, es geht auch in die Politik rein. Denn die Politiker müssen sich mit diesen Themen dann auch stärker befassen, was sie auch erst daraufhin taten. Ja. Hoffentlich mehr, als sie es bislang getan haben. Genau, das ist. Und ich denke, eine mutige Jugend wird auch die Politik irgendwann so weit in Frage stellen und in Anspruch nehmen können, dass sich kein Politiker mehr dem entziehen kann. Und wenn Sie den Mut haben, selber in die Politik zu gehen. Ja, das ist übrigens auch ein entscheidender Faktor. Rufen Sie auf. Keine Bequemlichkeit. Ganz genau. Meine Damen und Herren, eine Sendung haben Sie jetzt mitbekommen, die ging vom Faschismus über die Struktur der Gesellschaft bis hin zu dem, was eine Jugend machen sollte. Und was vielleicht die Älteren noch versäumt haben, der Jugend beizubringen. Ja. Und dass wir mit den neuen Medien ein bisschen vorsichtiger umgehen müssen. Das war eine Sendung, mal ganz was anderes als üblich. Ins Politische hinein, was wir sonst nicht machen. Die nächste Sendung ist eine ganz andere. Und ich bedanke mich, dass Sie dabei waren. Und bleiben Sie bitte der Sendung treu. Vielen Dank. Und Ihnen erst recht. Vielen Dank. Gerne.